Ich glaube, ein brutal intensives Spiel, von beiden Teams sehr, sehr viel drin. Man hat gesehen, Gladbach hat brutale Qualität. Wir haben aber super dagegen gehalten, haben das von Anfang an angenommen und wir haben auch Nadelstiche gesetzt und ihnen richtig wehgetan, glaube ich, heute. Ich bin zufrieden über das Ergebnis, ich bin zufrieden über die Einstellung meiner Jungs, meiner Spieler. Das war sehr positiv, egal wie lange sie gespielt haben, die Intensität, die sie gefahren sind, war sehr, sehr positiv. Die Mentalität, die sie zum Spiel hatten, wie sie es angegangen sind, war sehr professionell und auch so, wie wir es uns vorgestellt haben, mit dieser nötigen Disziplin, mit der Professionalität, mit den nötigen Ambitionen, auch in so einen, sagen wir mal, Härtetest reinzugehen, das war sehr zufriedenstellend. Was den sportlichen Inhalt angeht, haben wir viele positive Dinge gesehen. Speziell auch mit dem Ball in der ersten Halbzeit, was wir uns vorgenommen haben, dominant zu spielen, auch Chancen zu kreieren, auch mit dem Ball mutig zu sein. Wo wir uns verbessern können mit dem Ball, war das letzte Drittel. Den Pass im letzten Drittel, den freien Mitspieler zu finden, einfach Fußball zu spielen und speziell dann auch zum Abschluss zu kommen. Weil sobald wir da nicht zum Abschluss kamen, haben wir Gladbach durch mögliche Gegenkonter stark gemacht. Und das war positiv, was die Einstellung angeht und auch das erste Drittel, aber wie gesagt, verbesserungswürdig im letzten Drittel. Und daran gilt es auch in den letzten Wochen vor dem Punktspielstart zu arbeiten. Ich glaube, wir als Mannschaft und auch ich selber können heute zufrieden sein, wenn du Gladbach 1-0 schlägst, wenn du sie überhaupt schlägst, dann kann nicht viel falsch gelaufen sein, wie ich gerade schon gesagt habe. Sie haben brutale Qualität und ja, dass wir als Sieger vom Platz gehen, kann uns allen einfach nur Selbstvertrauen geben.